Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und das wird jetzt heute nur ein ganz kurzes Video. Ich bin hier in der Fahrzeugtechnik Hein in Ulmen und was mir so tierisch auf den Senkel geht, ist jedes Mal, wenn ich irgendwas Elektronisches anschließen möchte mit 12 Volt, muss ich meinen Sitz rausbauen. Heute zum Beispiel hätte ich gerne meinen Batteriemonitor von Victron drin und ja, muss der Sitz wieder raus und alles blöd und hin und her und deswegen habe ich mir gedacht, auf einen guten Rat von David, der Inhaber dieser Firma, dass wir einfach jetzt hingehen und uns das Sparen mit dem Sitz ausbauen, einbauen, ausbauen, einbauen. Und da hat er mir eine coole Lösung vorgestellt, die zeige ich euch mal kurz. Und zwar haben wir hier so eine Heavy Duty Busbar. Ziel ist es, dass wir das hinter die Plastikabdeckung machen für einmal Plus und einmal Minus. Und dann im Endeffekt uns den Ausbau des Sitzes in Zukunft sparen, wenn ich irgendwann mal jetzt meinen MPPT-Laderegler einbaue oder wie auch immer oder andere Dinge an das Fahrzeug anschließe. Und ich spare mir dann definitiv einen Haufen Arbeit. Ja, weil so einen Sitz ausbauen machst du nicht gerade mal in 10 Minuten. Den zeige ich euch mal kurz. Da müsste man nämlich hier dann die 6 Schrauben lösen. Dann haben wir noch eine Mutter für Masse und so weiter. Ja, und ich habe hier aber Plastikabdeckungen hier vorne und hier hinten. Und da seht ihr das auch mal. Und dahinter soll eigentlich dann diese Busbar, damit wir in Zukunft einfach viel effizienter, viel schneller und auch ohne großen Aufwand Wilma aufrüsten können mit irgendwelchen 12-Volt-Geräten. Normalerweise würde ich jetzt diesen Messschand und diesen Batteriemonitor nicht einbauen in mein Fahrzeug, denn die modernen Batterien haben ja alle eine App-Steuerung und ich kann sehen, wie der Verbrauch im Endeffekt dort ist. Aber das Schöne ist an diesem Victron BMV, dass man da im Endeffekt auch mehr Einstellungen hat, mehr Möglichkeiten zu sehen, was reinkommt, was rausgeht und so. Und ja, meine zwei Batterien mit 2x100 Amperestunden, die kann ich leider nicht als 200 Amperestunden mir anzeigen lassen, sondern die Batterie nur einzeln. Und deswegen kommt hier auch der Batteriemonitor zum Einsatz. So, der Einbau des Messschands erfolgt ganz normal. Das heißt, alle Massekabel gehen an den Messschand und plus an die eine Batterie. Und ja, dann machen wir noch den Verteiler rein, besser gesagt die zwei Stromverteiler, einmal Plus, einmal Minus. Und ich muss nie wieder diesen Sitz ausbauen, weil das habe ich jetzt schon zweimal gemacht und das ist so lästig. Und es ist echt eine gute Idee, dass man dann von vorne dran kommt unter der Verkleidung. So, Erwin gibt Vollgas und ein Halter muss versetzt werden. Und der Messstand wird jetzt auch dort befestigt. Hier dieses Kabelgeknuddel, da muss ich auch noch das eine Kabel darüber ziehen, das machen wir dann im Nachgang. Und es wird auch schön ordentlich gemacht, dass es natürlich fein aussieht. So sieht es dann aus. Wir haben jetzt den Messstand angeschlossen für den Victron BMV. Und hier oben haben wir dann unsere Masse. Was bedeutet, ich komme ganz einfach dran, ohne den Sitz aufzumachen, einfach die Klappe hier vorne auf. Plus machen wir auf der anderen Seite dran und wenn es fertig ist, zeige ich euch das dann. Und wieder ist ein Licht am Himmel aufgegangen. Mein Batteriemonitor ist jetzt hier drin. Das Chaos mache ich zu Hause weiter. Das Kabel ist durchgezogen. Und ja, werden jetzt hier noch den Adapter machen, dass ich dann Plus praktisch von dieser Seite dran komme und Minus von der anderen Seite. Finde ich einfach toll. So, hier haben wir ein bisschen aufgerüstet jetzt. Hier haben wir dann unseren Plusverteiler. Das bedeutet, hier geht dann sämtliches Plus rein, was den Anschluss an die Batterien ziemlich vereinfacht. Und die andere Seite zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Die ist nämlich jetzt schon versteckt, da ist jetzt ein Deckel drauf. Hier ist dann der komplette Minusbereich und der Sitz wird jetzt wieder drauf gebaut und dann schauen wir mal, ob das passt mit den Plastikabdeckungen. Hier machen wir jetzt den Deckel wieder drauf und ich kann einfach nur Danke sagen, perfekte Lösung für mich. So sieht das Ganze dann aus, wenn die Abdeckungen wieder drauf sind. Ich muss jetzt nur diese Abdeckung im Endeffekt lösen, komme an meinen Strom und ich sage, Erwin, vielen Dank, das hast du echt geil umgesetzt. Ja, war eine coole Idee. Und daheim mache ich meinen Batteriemonitor noch richtig fest, unten in der Klappe drin und werde das Kabelmanagement auch noch ein bisschen machen, weil das Kabel ist ein bisschen lang, aber ich kann es nicht kürzen. Ja, und ja, wieder mal ein zufriedener Umbau, Einbau durch Fahrzeugtechnik Hein. Ich bin begeistert. Ja. Und für alle, die einfach mal richtige Arbeit haben wollen, kommt zum Erwin, kommt zum David Hein nach Ulmen zu Fahrzeugtechnik Hein. Ich bin begeistert. Und ich sage jetzt auch nochmal vielen, vielen Dank, ne, an den netten jungen Mann hier. Ja, also Erwin ist der Hammer.
ist die perfekte Lösung für mich. Ich bedanke mich. Relativ schnell und auch sehr sauber gearbeitet. Und das war's jetzt schon wieder. Wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir zwei sagen jetzt ciao, tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.